Naja, dann greifen. Da ich ja jetzt weiß, in welche Richtung der rennt. Der fährt hier über die Brücke. So. Rennen wir noch nicht in den Kreis rein. Sondern wir suchen uns erstmal ein Irgendwo hier Auto. müssen wir Informationen finden können. Halt die Klappe, ey. Ja, schnell gemachte Punkte. Ein Fertigkeitenpunkt. So. Dann rufen wir uns jetzt mal ein Auto. Alter, hüpf doch einfach drüber, ey. Hat bei den Rebellen ein Fahrzeug bestellt. Naja, wenn wir hier auf der Straße parken, ist so doof. Los geht's. Du fährst das Ding besser nicht. Wir haben Gesellschaft, bleib wachsam. Drohne fliegt. Da ist der Helfer. Haltet Abstand und sorgt verdammt nochmal dafür, dass er am Leben bleibt. Er muss uns zu El Cerebro führen. Fährt er jetzt noch oder fährt er nicht? Wir sind aufgeflogen. Der Helfer will sich absetzen. Bleib zurück. Der Tango könnte dich sehen. Denn da hin? Das Haus eines Bujons.
Das ist sein Haus. Wenn El Cerebro da ist, schnappen wir ihn uns. Aber lebend, verstanden? Schlechtes Signal. Die stören die Drohne. Ich habe die Rebellen gebeten, die Gegend aufzuklären. Das ist ein Scharfschütze. Roger, ich gehe in Position. Ziel erfasst. Abschuss bestätigt. Wagen mit montierter Waffe. Hab den Alarmlamm gelegt. Wenn Sie bisher noch nicht wussten, was los ist, dann spätestens jetzt. Das ist eine Putexplosion, no me chingues. Todos cúbranse. Ruhig, wir wissen, wir sind hier. Bereit? Feuer, Feuer, Feuer! Okay. Hab die Rebellen gebeten, uns zu helfen. Die Rebellen kommen und lenken sie ab.
Guinness? Weiter. Ach, da wäre ich doch von einer ganz anderen Seite gekommen, hätte ich das gewusst. Wir sind fertig hier drüben. Mann, sind die schlampig. Setze Drohne ein. Ich sehe einen Scheißdreck. Meine Drohne wird gestört. Hab die Rebellen um Ablenkung gebeten. Die Rebellen gebeten, die Gegend für uns aufzuklären. Auf dieser Seite ist alles klar. Passt auf, wir haben Feindaktivität. Wir haben jemanden wachgerüttelt. Okay, aufatmen. Die sind alarmiert. Ich sehe einen Haufen Sicarios vor dem Haus. Ich sehe ein paar Kartellleute. Das war scheiße. In dem Haus, da. Scharfschütze, oben auf dem Turm. Sieht aus, als hätten wir sie aufgescheucht. Das ist doch der Alarm. Verstanden. Unterwegs. Roger, Ziel markiert. Ich schieße auf die Ärsche. Ziel eliminiert. Die Frage ist natürlich, wie komme ich jetzt da rein? Die Rebellen kommen und lenken sie ab. Ich habe die Rebellen gebeten, die Gegend aufzuklären. Du musst doch hier irgendwo reinkommen. Alter, das kann nicht sein. Listo.
Bereit? Feuer frei. Claro. Erledigt. Geht's denn hier hoch? Tango getroffen. Geht's? Alter, sag mal, geht's denn hier hoch? Hier irgendwo hochgehen. Ja. Nee, auch nicht. Hä? Hier. Erwischt. Entschuldigen Sie, aber ich glaube, man erkennt, warum ich mir die Aufregung gestatte. Eine verstörsende Entwicklung. Wirklich verstörsend. Ist mir schon klar. Ich meine, sie sehen nicht wie die Jungs von Santa Blanca aus. Also schickt sie die amerikanische Regierung und mir steht eine langfristige Störung meiner Pläne bevor. Sie kommen klar. Das muss ich doch gar nicht. Ich habe das alles schon durchgespielt. Schon vor Wochen. So. Vor Monaten. Ich muss nur den Notfallplan Alpha Zeta 984 aktivieren. Das heißt? Zu tun, was immer die Herrschaften von mir verlangen, natürlich. Zumindest vorerst. Das maximiert meine Überlebenschancen, während ich überlege, welche meine Fluchtpläne noch klappen konnte. Wir werden uns gut verstehen. Ninja wird mich suchen lassen, weißt du? Weißt du? Sie behalten mich im Auge. Auch wenn sie glauben, sie ignorieren mich. Ich sollte zurückgehen. Sonst mache ich Sorgen. Ich konnte mich auf die Heckluke rausfeuern. Das lassen Sie besser. Dabei ist er fast gelöst. Wissen Sie, wie kalt es unter Wasser ist? Das Problem der chemischen Bindung ist gar keins. Monoethanolamin müsste in Bolivien leicht zu finden sein. Ist nur ein großes Problem. Kann ich nicht hier anrufen? Sie wird beschäftigt sein, aber das macht nichts. Sie kennt mich, gut sogar. Was rede ich denn? An den Filter? Nein, 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 nein. Dafür wären zwei Räume nötig. Da bliebe kein Platz für Menschen. Tatsache. Ich habe die Pläne für ein kolumbianisches Tauchboot gesehen, bei dem einfach ein Adenrohr aus dem Wasser rannte. Allein die Wärmesignatur. Sollte Nivea erst anrufen, wenn ich eine echte Lösung habe. Sie wissen ja, ich kenne Sie. Kennen Sie sie? Hat sich noch nicht ergeben. Augenblick mal. Ein unbemanntes Boot. Das ist die Lösung. Warum sollten überhaupt Menschen da drin sitzen? Keine Ahnung, Mann. Bringen wir den da mal in die Hütte rein. Hier ist der Sammelpunkt. Ich übernehme ihn jetzt. Dem Himmel sei Dank. Ich hab so satt, dem Kerl zuzuhören. Da hörst du, wie es uns geht, wenn du den Mund aufmachst. Ma'am, Nidia wird mich suchen. Gut, denn wir suchen sie. Es heißt, sie hätten Hirn zwischen den Ohren, Kamerada. Jetzt, wo Sie in der Scheiße stecken, so ganz ohne U-Boot, sollten Sie begriffen haben, dass Sie meine Hilfe brauchen. Ich helfe, wenn Sie mir helfen. Hä? Entschuldigen Sie die Frage, aber was ist das hier für Sie? Spannung? Dramatik? Die Felsen hier gab es schon lange, bevor Sie überhaupt aus dem Sack Ihres Vaters gespritzt sind. Und Sie werden noch da sein, wenn Sie bereits zur Stauze fallen sind. Verstehen Sie? Die Felsen haben für das Universum mehr Bedeutung als Sie. Als ihr großer und verlogener Krieg gegen die Drogen. Bringen Sie mich jetzt zu Nidia oder warten wir auf Sie? Ist Ihnen eigentlich klar, dass ich Sie in den Bau stecken werde? Wo tätowierte Neonazis Sie als menschliches Nadelkissen benutzen?
für ihre Schwänze? Das Problem ist, sie glauben, dass es irgendwas ausmacht. Missbrauch, Kokain, Mord, ist alles Unsinn. Denken Sie etwa ein Jaguar sehr sich um so etwas wie Gefühle? Oder das Kaninchen Sie vielleicht Gedanken um Gott machen? Oh nein, Sie belügen sich nur selbst. Reden sich ein, dass Sie irgendwas bewirken. Ja, ist wohl alles scheißegal, El Cerebro. El Cerebro? Ich bin nicht Cerebro. El Cerebro ist Ihnen entwisst, bevor Sie wussten, dass er da ist. Er ist einfach weg, als hätte er nie existiert. Komischer Kunde. Was soll das heißen? Wir haben den Falschen. Die meisten Infos, denen wir gefolgt sind, stammen wohl von El Cerebro. Er hat uns in die Irre geführt, um sich abzusetzen. Mit wem zum Teufel redet Bowman dann? Mit El Cerebros Top-U-Boot-Designer. Also im Prinzip mit dem Opferlamm. Das hört sich wie Superschurken-Mist aus einem Comic an. Egal, die U-Boot-Flotte des Kartells haben wir aus dem Verkehr gezogen. Wird Jahre dauern, das Programm neu aufzulegen. Und El Cerebro? Die Spur ist jetzt kalt. Bowman wird am Ball bleiben, aber für uns geht's erstmal weiter. So. Kokainologie-Stunde. Viele Leute machen den Fehler, sich nur auf das Produkt zu konzentrieren. Claro, man braucht etwas zu verkaufen, aber damit verdient man kein Geld. Ein Kilo Coca-Blätter kostet etwa 1,50 Dollar. Man braucht 400 Kilo Coca-Blätter, um ein Kilo Kokain herzustellen. Selbst als Kokain-Grundstoff ist ein Kilo in Bolivien nur 1.200 Dollar wert. Aber mit jeder Grenzüberquerung wird der Wert gesteigert. Erreichen wir Kolumbien, sind es schon 2.200 Dollar. In Südmexiko 12.000. Jenseits der Grenze in Texas 20.000. New York, unsere 1.200 Dollar Investition ist jetzt 35.000 Dollar wert. Paris, London, 68 bis 74.000 Dollar. Es ist wie eine Pipeline, die das Produkt zu den Bedürftigen bringt. Wasser für die Durstigen. Einmal da, trägt sich die Pipeline selbst. Arbeiter, Autos, Bestechungsgeld. Doch wenn die Leitung verstopft ist... Sie haben wieder eine Ladung erwischt. 7 Tonnen verloren. Letzte Woche schon 4 Flugzeuge. Fließt das Wasser zurück? Der Gewinn ist zu groß. Wir haben es nicht im Griff. Meine Männer handeln untereinander. Wir bezahlen niemanden, der nichts transportiert. Sie kidnappen Zivilisten für Lösegeld. Zu viel Wasser. Wir müssen mit Valeria von hier fort. Er tötet uns noch vor der Grenze. Und was ist die Antwort? Wenn ich sie finde, sag ich's dir. Und man ertrinkt. Tja.